Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Diese Woche mal wieder mit dem Handy aufgenommen, weil bei der GoPro meine Frau braucht eine SD-Karte für ihr Handy. Dann haben wir die da rausgenommen und morgen wird dann eine neue geholt. Aber ja, da ich den Vlog jetzt ja nicht über viele Tage machen will, ein paar Clips ein bisschen kürzer halten, die Videos einfach um Lebenszeichen zu senden, habe ich gedacht, ich mache das doch mal. Wir haben jetzt Sonntag, 20 nach 12, sagt Cole. Und ich habe viermal hier diese Eisbären jetzt sortiert und hochgeladen. Oder ich wollte sie jetzt eben hochladen. Massenupload in die Zwischenablage. Gucken wir einmal, dass das funktioniert. Fügen das hier ein. Ich habe jetzt bei mir wieder eingestellt, dass man bei mir anstatt 60 120 Lots kaufen kann. Und ich habe auch wieder, wie ihr hier sehen könnt, ich weiß, da ist mit dem Monitor ein paar Schlieren bei, aber 5% Rabatt wieder eingestellt auf meine Teile. Wenigstens ein bisschen was. Das waren es auf jeden Fall 1388 Items, 109 Lots, ziemlich genau 100 Euro wert. Und es waren immerhin 24 neue Lots. Jetzt nicht unendlich viel, aber das hatte ich ja in meinem letzten Haul-Video gezeigt, das Set. Und gerade jetzt, wo ich so wenig Zeit habe, sind so kleine Sets ziemlich gut. Wir haben jetzt 7.905 Lots und 191.322 Items. Da ich im Moment plane, die Preise weiterhin so ein bisschen, also nicht wie früher zwischen 10 und 20%, sondern jetzt wirklich zwischen 0 und 5% erstmal zu bleiben, habe ich natürlich die Hoffnung, dass wir die 200.000 Teile noch erreichen. Und hier, was ich heute versuche noch hochzuladen. Ich habe noch, oder wir haben noch fünfmal dieses Dot-Set auseinandergenommen. Das hatte ich ja geholt für diesen 16x16 Technik-Brick, die ich ja daraus haben wollte. Die habe ich rausgenommen, der Rest ist hier. Und meine Pick-a-Brick-Bestellung mit den 950 Pflanzenelementen ist auch noch hier. Ich werde jetzt aber erstmal nach oben gehen. Gleich einen Spaziergang mit der Familie machen und dann wahrscheinlich heute Nachmittag das noch hochladen. Es sind immer noch viele Schubladen offen. Ich hatte übrigens keine neuen Aldi-Magazine gekauft, obwohl sie die jetzt hatten. Einfach, es ist zu wenig Zeit da und das hätte sich dann nicht gelohnt, die zu holen. Ich traue mich gar nicht hinzuzeigen. Guckt euch dieses Desaster an. Ja, es ist Chaos. Es ist noch viel zum Ausparten. Es ist noch viel vorsortiert. Aber die Zeit ist halt wie immer nicht da bei mir. Aber hier auf der Seite habe ich jetzt mit den 24 Lots schon wieder einige Schubladen zubekommen. Das ist ja auch schon mal was. Ich versuche gerade einem aus der Community im Discord zu helfen. Der hat ein Problem mit Brickstore. Das gehört ja auch immer dazu. Schreibt mich gerne an. Ich schaffe es nicht immer zu antworten, aber manchmal schon. Da oben sind noch viele Lücken offen und auch auf der Seite, gerade an dem Magazin, ist noch einiges offen. Aber ich habe es schon geschafft, dass wieder mehr gefüllt ist. Genau. Ich würde sagen, die Anleitungen haben leider keinen QR-Code. Das ist immer schade. Die kommt trotzdem erstmal nach da hinten. Ich muss mal gucken, dass ich die Anleitungen wirklich auch nochmal angehe. Und ja, eine Bestellung haben wir nicht. Aber ich wollte euch noch eine nachreichen, die ich morgens vor der Arbeit eben gepackt hatte, dass ich euch hier auch nichts verwehre. Auch von jemandem vom Lennart, der relativ neu auf Bricklink ist. Und er hatte bestellt einfach zweimal diesen Clone Trooper der 212. Phase 2. 8,50 € das Stück. Vielen Dank dafür, dass du die bestellt hast. Ich glaube, die waren aus dem, nee, aus drei Sets waren sie. Einmal Polybag, Adventskalender und aus dem ATT-Ewalker. Ich glaube, das waren dann die aus dem Adventskalender, die ich auseinandergenommen habe. Aber ja, vielen Dank für den Einkauf. Und dann würde ich sagen, ich gucke jetzt, dass ich noch helfen kann. Und dann mache ich eine kurze Pause. Beziehungsweise die Pflanzenteile lade ich dann jetzt auch noch eben hoch und dann nach meinem Spaziergang, den ich noch machen wollte, gehe ich dann an das Dot-Set ran und dann mal gucken, ob ich vielleicht sogar heute Abend auch noch was ausparte oder was Gebrauchtes sortiere. Aber ich bin auf jeden Fall motiviert, jetzt diesen Sonntag zu nutzen und vielleicht mache ich hieraus auch einen Sonntagsvlog. Wir werden es erleben. Da oben stehen meine Coles. Ich muss mir auch unbedingt nochmal was überlegen. Vielleicht hat da ja einer eine Idee. Schreibt mir das doch mal, wie ich meine kleine Cole-Sammlung, das sind ja nicht alle, die ich habe, aber wie ich die kleine Cole-Sammlung hier was Schönes bauen kann, dass ich mir die ordentlich anzeigen oder aufstellen kann. Das würde mich doch sehr interessieren. Außer natürlich den Dicken, den behalte ich hier als Maskottchen. Ich wollte mal gucken, vielleicht finde ich noch ein, zwei weitere. Ich mag Cole einfach. Wir schauen mal. Ja, guck mal, da sind wir doch. Das sind die Sachen, die ich bestellt habe. 420 von den Dark Green Plant Teilen und 500 von den Olive Green Plant Teilen
Und da ist dann immer, wenn ihr hier so eine Pick-a-Brick-Teile-Liste habt, da könnt ihr hier einfach die Teile, die nehmen, gebt sie in Bricks so ein. Natürlich bei dem Teil bräuchte man es jetzt nicht, aber es gibt ja noch andere. Und dann bei der 754 die Nummer einfach eingeben, dann haben wir die. Und dann kann ich jetzt hier natürlich Dark Green, habe ich mir 420 geholt, hinzufügen. Wirst du das jetzt wohl hinzufügen? Jetzt hat das. Und von den Olivgrün, da sind sie, haben wir 500. Lego hat sie mir diesmal auch schon sortiert gesendet. Also das geht richtig, richtig schnell. Wie immer dann, ich habe das jetzt lange nicht mehr gezeigt. Mit Steuerung A markiere ich dann alles. Ich weiß, hier ist wieder Staub drauf. Verzeiht mir das, ich war ein paar Wochen nicht im Keller. Oh Gott, das gibt wieder Kommentare. Und wenn dann alle markiert sind, nehme ich Bearbeiten, Werte von anderem Dokument kopieren. Dann nehme ich hier meinen Shop-Bestand, den ich mir eben runtergeladen habe und weiß dann, alles klar, in N0322 sind die Dark Green Pflanzenteile und in keinem Fach sind die Olivgrün. 0322 müssen wir einmal gucken. Das ist hier oben, das ist schon ein größeres Fach. Ich weiß noch nicht, ob die da alle reinpassen, da brauche ich auf jeden Fall beide Hände für. Kleinen Moment. Die passen natürlich nicht alle rein, aber ich nehme jetzt einfach hier die 16 Ten Slopes, packe sie rüber in das Fach Q0105. Das kommt dahin. Dann im Store Inventory muss ich das natürlich ändern. Caps Q0105. Wir machen Submit Changes. Damit ist im Fach 0322 nur noch die Pflanzenteile. Ich kann den Trenner rausnehmen. Hier sind meine ganzen Reservetrenner und Tüten alle drin. Und dann passen auf jeden Fall alle hier rein und ich kann die gleich hochladen. Ja, die sind dann alle verstaut, passen da auch gut rein. Da werde ich gleich nochmal die Preise ein bisschen anpassen müssen. Und jetzt brauche ich natürlich noch für die olivgrünen Pflanzen ein... kommt da alle raus? Habe ich alle? Ich habe alle, genau. Natürlich noch ein Fach, wo die reinpassen. Die passt natürlich in eine normale Schublade nicht rein. Wäre schön, wenn ich hier noch was frei hätte. Aber auch das ist ein bisschen zu klein, das wird nicht passen. Also ich befürchte, dass ich keine große Schublade... Ach, guck mal, hier unten. Ja, da kriege ich die doch rein, oder? In so ein halbes großes Fach. Wird eng, aber wir versuchen es mal. Achtung, wird laut. Ja, Trick 17. Immer auf eine Unterlage stellen, dass alles, was daneben fällt, man auffangen kann. Ich bin so schlecht im Schätzen, aber es hat gepasst. Sehr schön. Und dann haben wir die da drin. Gut verstaut. Die Schublade ist auch wieder genutzt. SD0338. Da ist jetzt einer rausgefallen. Seht ihr, wenn einer alle kauft, dann hätte wieder einer gefehlt. So. Und zack. Dann können wir das nämlich hier im Brick Store eingeben. SD0338. Und holen uns dann für beides noch die neuen Preise, weil mein alter Preis für die Dark Green war 23 Cent das Stück. Jetzt ist es 20 Cent das Stück. Wir geben auch noch 5 Rabatt. Die anderen kosten 14 Cent das Stück. Gekauft habe ich sie für, was kosten die bei Lego? 13 Cent? Ich weiß es nicht. Vielleicht auch nur 7 Cent. Das wäre natürlich sehr gut. Aber ich setze die hier einfach jetzt mal auf 19 Cent und die von 14,5 auf 13,5. 19 Euro das Stück ist natürlich sehr viel. So, jetzt haben wir 19 Cent und 13,5 Cent plus die 5% Rabatt. Und zack, machen wir dann auch Massenupload. Das gleiche wie eben schon bei dem Upload. Ist ja gar nicht kompliziert, das kennt ihr. Das sind aber nochmal 920 Items, 147 Euro wert. Schneller Upload, ein neues Slot, immerhin. Und katapultiert uns dann ganz schnell mit wenig Aufwand auf 192.000 hoch. Das ist auf jeden Fall ein neuer Teilerekord. Ihr seht hier, insgesamt bezahlt habe ich 55 Euro dafür. Das ist jetzt keine große Empfehlung. Die verkaufen sich nicht schnell zu dem Preis. Aber man kriegt es immer mal wieder los. Solche Pflanzenteile werden oft und gerne mitgekauft. Und jetzt mache ich auf jeden Fall erstmal eine Pause und einen Spaziergang. Und dann habe ich ja noch das Dot-Set. Wir können ja vielleicht noch einmal gucken, wie viele Parts wir dann kriegen, wenn wir das Dot-Set machen. Ich packe mir das mal eben in eine Datei, dann haben wir das in dem Vlog auch nochmal gezeigt. Also wir haben das Set hier schon sortiert. Die 71960. Das heißt, wir gehen im Brick Store, wie ihr das gewohnt seid, oben auf die Teilenummer. Wir wählen natürlich das Set aus.
geben genau wie bei der Pflanze eben die Setnummer ein, also 41960. Wir haben das Set nicht 500 Mal, sondern 5 Mal. 500 Mal wäre auch gar nicht so schlecht. Und dann zerlegen wir das Teil, ja. Und wenn ich die zerlege, ich möchte die extra Teile mit drin haben. Die Anleitung und Originalverpackung möchte ich nicht haben. Ich importiere mir das alles, sortiere das nach Farbe und die 5 Technik-Bricks, wie erwähnt, lösche ich mir raus. Dann speichere ich die Datei, ist dann jetzt unter Eisbären gespeichert, ist ja egal. Aber das wären auch nochmal 2435 Items. Vermutlich nicht viele Lots. Das Set habe ich ja wirklich nur gekauft für diese Technik-Bricks. Ja doch, es sind von 20 Lots, sind 10 Lots sogar noch neu, das geht. Gerade hier die Paneele sind gar nicht so schlecht, dass die neu sind. Ja, die Plates müssen wir gucken. Diese Stifte, diese Tile-Remover, weiß ich nicht, ob die sich verkaufen. Ja, und dann ein paar Sachen, die sich noch wie die Light Aqua 16x16 wird sich auf jeden Fall verkaufen. Natürlich die anderen Dots, das kennt ihr selber. Das ist jetzt kein großer Verkaufspart, aber gerade die 40 Paneele, die neu sind und die 100 Corner Bricks, die neu sind, machen auf jeden Fall Sinn und den Rest kriegt man schon los. Sagen wir mal, man kann ja mal so gucken, ich analysiere immer gerne die 16x16 Plate plus die Paneele plus den Corner Brick. Wenn ich davon jetzt den aktuellen Preis nehme, dann hätten wir 28 € schon wieder drin, nur wenn sich diese drei beliebten Teile verkaufen und der Rest ist dann einfach noch da. Na, also es ist natürlich nicht super gut, aber vom Part-Out-Value geht es schon. Naja, Dot-Set hat einen Grund, warum die das abgeschafft haben. Ja gut, in diesem Sinne würde ich sagen, ich mache jetzt eine kurze Pause und dann gucken wir nachher nochmal, ob ich noch was uploade oder ob ich noch eine Bestellung heute kriege. Und dann sieht man auch mit wenig Aufwand an so einem Sonntag kann man schon einiges schaffen und nochmal gerne. Gib mir mal Tipps, wie ich die Coals irgendwie mir hinstellen kann. Ein Bilderrahmen ist mir zu langweilig, kein Bilderrahmen. Ja, immer noch Sonntag, 19:09 Uhr. Die Kinder gehen jetzt gerade ins Bett. Ich bin im Dunkeln beim Runtertrotten. Habe ich es natürlich geschafft, einen Becher umzuwerfen. Das heißt, die packe ich als letztes rein. Aber ich lade jetzt noch eben das Set hoch. Und dann werde ich mal gucken, was ich noch heute mache. Es sind natürlich viele Teile hochgekommen heute, allerdings. Vom Wert her natürlich nicht so attraktiv. Nichtsdestotrotz, die Sets müssen ja aus dem Weg. Und wir kommen ein bisschen wieder voran. Ich habe auch immer noch da oben mein neues System, was ich noch nicht so viel benutzt habe. Aber da habe ich jetzt, glaube ich, wobei. Vielleicht kann ich die Paneele in so eine Kiste tun. Ich gucke gleich mal. Vielleicht finden wir da was Schönes dafür. Ja, aber es ist viel weniger passiert als heute gedacht, wie das tatsächlich ja auch meistens so ist. Und ich denke, ich werde heute Abend einfach nur einen gemütlichen Abend auf der Couch machen oder was spielen oder sonst irgendwas und den Tag auch Tag sein lassen. Ich habe keine Bestellungen heute gehabt, was absolut fein und in Ordnung ist. Hätte zwar schon Lust auf einen Livestream, aber ich muss tatsächlich zugeben, ich bin ziemlich erledigt. Auch so ein freies Wochenende kann anstrengend sein. Und vermutlich werde ich einfach nur ein bisschen auf die Couch gehen. Jawohl, und die Datei ist fertig. Ja, es sind halt hauptsächlich kleine Fliesen in unbeliebten Farben, ein paar größere Sachen dabei. Jetzt nicht das weltbewegendste Set, aber 2400 Teile, 20 Lots, 158 € wert. 10 der 20 Lots waren immerhin neu. Und ich sag mal, diese Fliesen werden ja trotzdem, oder diese Dots werden ja trotzdem immer wieder gekauft. Und jetzt sind wir auf 194.600 Items. Also die 200.000 sind gar nicht so unrealistisch. Hätte ich bestimmt schon erreicht, wenn ich meine Pause nicht gehabt hätte. Aber gut, ich werde trotzdem jetzt den Abend ein bisschen genießen, ein bisschen entspannen. Werde mal gucken, entweder aus dem Fernsehen gucken oder ein bisschen was auf der Konsole spielen oder am PC. Ich lasse mich mal überraschen. Jawohl, mittlerweile ist schon wieder Dienstag und ich habe eine Bestellung zu packen. Die neue SD-Karte für die GoPro ist da. Das heißt, den nächsten Vlog kann ich wieder mit der Kamera aufnehmen. Und ist eine kleine, aber feine Bestellung. Ich starte eben den Laptop, dann packen wir die gemeinsam. Und das sollte auch relativ zügig sein. Es gab aber noch eine Nachricht mit dabei. Das gebe ich nur das falsche Passwort ein. Die zeige ich euch dann auch nochmal. Sehr nett auf jeden Fall. Und da haben wir die Bestellung vom Marcel, 20 Dark Blue Grey Mauersteine, ein Chewbacca
Und das war auch schon die gesamte Bestellung. Dazu gibt es natürlich noch ein bisschen Nervennahrung mit dabei. Und er hat geschrieben: Guten Abend, bin über YouTube auf dich aufmerksam geworden und verfolge immer deine Videos. Nun hat mich dein Projekt so fasziniert, dass ich das Ganze auch mal als Hobby nebenbei anfangen möchte und selber schauen will, wohin das Ganze führt. Deine Jungs und deine Frau, alles Liebe. Und auch wenn die Zeit aktuell nicht zu fahren ist, hoffe ich, du wirst weitermachen. Liebe Grüße, Marcel. Ja, also ich will natürlich weitermachen. Und auch wenn ich zugeben muss, dass ich oft drüber nachgedacht habe, den Store wieder zu schließen, weil so viel zu tun war, hoffe ich, dass es sich jetzt auf der Arbeit langsam beruhigt und ich wieder mehr Zeit habe. Ich habe ja sogar gestern Abend noch ein Video gemacht, wo es dann auch um mal wieder ein Tutorial geht und Z-Analyse und so weiter. Und natürlich will ich weitermachen hier mit meinen Vlogs und mit meinem Store. Das ist ja ein Hobby. Und das Schöne ist ja, wir können ja das Tempo selber bestimmen. Und wenn ich dann wie jetzt aktuell nur zwischen ein und drei Bestellungen pro Woche habe, weil ich weniger hochlade und meine Preise etwas teurer sind, dann ist das halt so. Es macht mir ja trotzdem Spaß. Und ja, viel Spaß auf jeden Fall damit. Viel Glück mit deinem Projekt. Eine Bewertung habe ich dir schon gegeben. Und ja, geh es langsam und in Ruhe an, aber du kannst auf jeden Fall eine Menge Spaß damit haben. Und schon wieder Freitag, also wie immer, alle meine guten Vorsätze, die ich mir mache, dass ich versuche, wieder mehr zu schaffen, gehen in die Hose. Und ich habe jetzt eine Bestellung zu packen, 16:15 Uhr, danach muss ich gleich zur Arbeit. Eine schöne Bestellung, verschiedene Teile, einige Lots, viele davon nur in der Anzahl von 1. Und einmal haben wir eine Anzahl von 80 Fliegen. Die kann ich dann gleich lieber mit der Waage machen. Die stelle ich mir schon mal ein oder schalte sie schon mal ein. Und dann sollte die Bestellung schnell zu packen sein. Ich zeige es euch dann auch. Dann beende ich den Vlog, weil dann jetzt Karneval ist. Und jetzt am Karnevalswochenende bin ich ein bisschen mehr unterwegs. Und nach dem Karnevalswochenende, also ab Montag, habe ich Urlaub. Also ab Montag wird der Laden dann wieder uneingeschränkt geöffnet. Also ab Rosenmontag oder vielleicht schon Sonntagabend, schauen wir mal. Und mal sehen, vielleicht gebe ich dann auch nochmal einen Rabatt mehr. Da bin ich mir noch nicht sicher. Kommt drauf an, wie viel Zeit ich dann auch noch so andersweitig verwenden will. Aber wird auf jeden Fall nächste Woche mal wieder ein normales Pensum ins Store geben, wie es jetzt vor meinem Jobwechsel auch war und wie das letzte Jahr lief. Und wieder einfach das Schöne mit der Waage. Wir zählen 2, 4, 6, 8 und 10. Warten, bis sie das Gewicht dann hat. Dann gehen wir auf Count, sagen der Waage, es waren 10 Stücke. Gucken dann, das sind 4, die ich dazulege, also müsste er auf 14 zählen. Dann legen wir nochmal 5 dazu, also müssten wir auf 19 kommen. Wunderbar, das passt. Und dann kann man einfach, ohne zu zählen, die Sachen reinlegen, bis wir dann gleich auf die 80 sind. Das ist wirklich sehr, 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 sehr angenehm. Und es fehlen noch 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Zack, perfekt. Und das geht wirklich super, super schnell, super, super angenehm. Ich mag es immer noch sehr. Ich erwähne es ja wirklich oft genug, werde aber auch noch oft genug danach gefragt. So, und das ist die Bestellung soweit. Alle anderen Lots sind einmal, also das wird wohl eine Farbpalette werden. Und das geht auch mit einmal gleich so weiter in der Bestellung. Jawohl, die Bestellung ist gepackt. Ein bisschen übertrieben habe ich es mit den Tüten. Das sind die gebrauchten. Aber ja, da gibt es natürlich noch eine kleine Knister, Knister, da beschweren sich immer alle drüber. Das ist gut, das sorgt für Kommentare. Sehr gut, das habe ich gelernt in meinem YouTube-Tutorial. Man muss auch mal die Leute richtig nerven. Ich habe auch noch nicht meinen schönen Tripod benutzt, den ich mir besorgt habe. Das heißt, es wackelt auch noch so schön. Aber ich würde sagen, mit dieser tollen Bestellung, vielen Dank an dich. Schön, dass du dir so eine Farbpalette baust. Verabschieden wir uns aus diesem Vlog, der wie immer sehr lückenhaft und kurz war. Nicht wie immer, aber wie in letzter Zeit immer sehr lückenhaft und kurz war. Wie gesagt, nächste Woche habe ich Urlaub. Ich hoffe, dann wird es wieder ein bisschen aufregender, spannender. Und da kommt der Leon, genau wenn wir fertig sind. Mann! Naja, vielleicht arbeitet er nächste Woche mal wieder mehr mit, ne? Willst du wenigstens ein paar Gummibärchen als Belohnung? Du kannst da die Fliesen, die haben wir mit der Waage gezählt, die kannst du noch wieder zurückpacken. Los, arbeite, verdien dir was. Da.
Oh, fallen Sie hin, fallen Sie hin, fallen Sie hin. Schafft er es, oh, er ist fast gescheitert, aber er hat es geschafft, sehr gut. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Und das war doch aufregend. Tschüss.